So langsam verliere ich die Geduld mit euch. Soll ich vielleicht nachhelfen? Nehmen Sie die Waffe, dann können wir reden. Bleib stehen! Ich warne dich! Kein Schritt weiter! Es ist alles gut. Wir wollen keinen Ärger. Ich sagte stehen bleiben! Simon, mach doch keine Dummheit! Bleib stehen! Wir wollen nur reden. Bleib stehen! Achtung! Nochmal, der ist doch verrückt, der Kerl! Simon! Alles okay? Er hat auf mich geschossen? Du hast auf mich... Simon! Ist alles okay mit dir? Was? Ich bin okay. Der Schuss ging daneben. Oh, Gott sei Dank. Der Schuss ging nicht daneben, das war ein Warnschuss. Und jetzt, verdammte Scheiße, bleib stehen! Jan, es ist alles unter Kontrolle. Ich denke, er hat es kapiert. Und die Schüsse locken nur die Untoten an. Okay, da hast du nicht unrecht. Ich traue diesem Kerl trotzdem nicht. Also, was zur Hölle macht ihr hier? Schon gut, schon gut. Wir waren auf der Flucht. Eine Gruppe von diesen Fleischfressern hat uns bis zur Anhöhe verfolgt. Karin ist gestürzt und wir mussten uns verstecken. Da haben wir den Schuppen entdeckt. Ja, ich bin gestürzt. Und ich hatte mir den Knöchel verknackst und da habe ich auch meinen Rucksack verloren. Ein Rucksack? Wie sah der aus? So ein Bundeswehrrucksack, wie sie ihn in den Schutzdörfern getragen haben. Wir waren in Trier in einem der letzten Camps. Was war in dem Rucksack? Was hattet ihr bei euch? Nicht mehr viel. Ein paar Vorräte, Batterien für die Taschenlampe und ein Messer. Jan, was meinst du? Laura, ich traue denen nicht. Das beweist doch gar nichts. Ach was, schau sie dir doch an. Kommt, wir gehen nach unten. Gemeinsam, okay? Und ich sage euch, der nächste Schuss geht nicht daneben. Alles klar? Ich hab's kapiert. Wir kommen ja mit. Los, ihr geht voraus. Ich denke, dann gehört der hier wohl euch, oder nicht? Ja, das ist mein Rucksack. Ihr habt ihn gefunden? Wir haben diese Untoten verfolgt. Oder besser gesagt, wir sind hinter ihnen hergeschlichen. Besser hinter als vor ihnen. Einen halben Kilometer vor dem Haus haben wir den Rucksack gefunden. Du kannst die Waffe runternehmen. Die beiden scheinen mir in Ordnung zu sein, findest du nicht? Das wäre doch schon mal ein Anfang. Also stimmt eure Geschichte. Meinetwegen könnt ihr euren Krempel zurückhaben. Das Messer behalte ich allerdings. Vorerst. Bis ich euch vertraue. Und das kann dauern. Was meint ihr? Wollen wir uns an den Tisch dort setzen und reden? Okay. Ich bin Simon und das ist Karin. Das ist Jan und ich heiße Laura. Freut mich. Ihr seid beide von der Bundeswehr, nicht wahr? Ich meine, die Uniform ist ja nicht zu übersehen. Was davon noch übrig ist. Aber ja, ich bin oder war Offizier beim Heer. Offizier? Den Ton kenne ich. Nein, ich kann euch leider auch nicht sagen, was es mit dieser Seuche auf sich hat. Meine Einheit und ich waren für den Transport von medizinischen Gütern und Personenschutz zuständig. Wir waren ein kleines Team von Spezialisten, aber dann gab es einen Zwischenfall und wir mussten fliehen. Wir haben schon so viel Zeit verloren. Vermutlich werden wir gar nichts mehr in Erfahrung bringen. Laura, es ist noch nicht zu spät. Spezialisten? Zu spät? Was meinst du damit? Für was so spät? Ach, vergiss es einfach. Ich bin erschöpft. Was meinst du, Laura? Schlagen wir hier unser Nachtlager auf? Es ist auf jeden Fall sicherer als da draußen bei den Untoten. Nach all den Monaten seit der Katastrophe wird es wohl nirgendwo mehr sicher sein. Wir sind noch nicht lange unterwegs. Erst ein paar Tage. Darauf waren wir nicht vorbereitet. Ich fürchte, wir sind etwas orientierungslos losgezogen und irgendwie ständig auf der Flucht. Was ist mit eurem Camp passiert? Ihr sagtet, ihr kommt aus Trier? Es war furchtbar. Hunderte von Fleischfressern strömten in das Camp. Einer der Zäune konnte wohl nicht mehr länger standhalten. Naja, den Rest muss ich euch wohl nicht beschreiben. Freunde, Familie, Nachbarn. In nur wenigen Minuten waren sie alle tot. Wir dachten, die Schutzdörfer wären sicher. Mein Gott. Wie naiv wir waren. Das ist
furchtbar. Und was noch viel schlimmer ist, wir müssen uns daran gewöhnen, ob wir wollen oder nicht. Oh Mann. Oh, ich bin K.O. Wir sollten uns ausruhen. Wer weiß, was noch alles in den nächsten Stunden passiert. Mein Reden. Laura und ich bleiben hier unten. Dann kann ich die Tür im Auge behalten. Laura, bist du einverstanden? Einverstanden. Mortuorum Quibus, Episode 2. Projekt Lazarus. Die Nacht war schon fast zu Ende und wir alle waren hundemüde. Aber können wir diesen schießwütigen Soldaten wirklich vertrauen? Oder Laura? Sie umgibt ein Geheimnis. Für was sollte es zu spät sein? Fragen über Fragen. Und die allerwichtigste Frage, wie lange können wir überleben? Es vergeht kein Tag, an dem ich mir nicht diese Frage stelle. Überleben? Was ist das eigentlich? Es ist ja nicht mehr viel übrig auf dieser Welt. Und die Fleischfresser sind überall auf der Suche nach Futter. Ein schrecklicher Gedanke. Was mag wohl passiert sein, dass so eine Seuche aus Menschen solche Monster werden lässt? Wer kann uns Antworten auf unsere vielen Fragen geben? Und wem können wir glauben? Diese Nacht wird kurz sein. Und wir werden sehen, was der nächste Tag bringt. Meine Güte, hab ich einen Hunger. Wenn wir unsere Vorräte teilen, hätten wir zumindest ein kleines Frühstück. Viel haben wir leider nicht mehr. Es ist nicht so leicht, an Vorräte heranzukommen. Und Jagen kommt wohl auch nicht in Frage. Das stimmt. Wir müssen unbedingt neuen Proviant organisieren. Mann, kalte Bohnen. Mein Leibgericht. Lass uns auch noch was übrig. Kalte Bohnen sind besser als gar keine Bohnen. Was willst du mit der Karte, Jan? Ja, da müsste es gehen. Was? Naja, ich denke, wir sollten einen kleinen Umweg machen. Wir brauchen Proviant, nicht wahr? Und da könnten wir ihn finden. Lass mal sehen. Wäre das nicht ein guter Zeitpunkt, uns darüber aufzuklären, was ihr vorhabt? Du meintest gestern, es sei vielleicht zu spät. Für was? Für was zu spät? Karin, lass doch. Nun ja, es ist so. Laura, das geht dir nichts an. Das ist unsere Sache. Ach was? Wozu noch geheim halten? Es ist niemand mehr da, dem wir Rechenschaft ablegen müssten. Wir sollten trotzdem vorsichtig sein. Wir kennen die beiden doch kaum. Und dennoch sitzen wir hier zusammen. Vielleicht können Karin und Simon helfen. Hast du daran mal gedacht? Niemand hat verlangt, dass wir das alleine durchstehen müssen. Okay, also was ist hier eigentlich los? Wenn wir etwas zusammen durchstehen sollen, würde ich schon gerne wissen, worum es überhaupt geht. Laura, wofür ist das vielleicht zu spät? Kurz nachdem die Seuche ausgebrochen ist, wurde ich als Expertin seitens der Regierung angefordert. Es sollte ein Spezialteam von Wissenschaftlern erstellt werden und... Spezialteam? Oh, natürlich, ich bin Virologin und sollte zur Bekämpfung der Seuche an einem Virustatikum mitarbeiten. Einfach gesagt... Wir sollten einen Wirkstoff entwickeln, der die Verbreitung des Virus im Körper aufhält. Was, du kennst die Ursache für das alles hier? Nein, leider nicht. Ich habe es nie zum Team geschafft. Meine Einheit war für den Transport von Laura und den anderen Wissenschaftlern zuständig. Von München aus sollte es nach Koblenz gehen. Dort wurde ein Forschungslabor provisorisch eingerichtet. Die Angriffe der Untoten waren gewaltig und erforderten eine ebenso schlagkräftige Verteidigung. Wir brauchten einen sicheren Ort. Und was geschah dann? Kurz vor der Abreise ging es plötzlich los. Das Camp war bereits verseucht. Wir hatten keine Ahnung und es traf uns völlig unvorbereitet. Ich weiß nicht, was genau vorgefallen war. Es ging alles so furchtbar schnell. Ich musste eine Entscheidung treffen und hatte einen Auftrag. Laura sicher an den Zielort bringen. Ihre Arbeit ist wichtig. Vielleicht sogar das Wichtigste überhaupt.
Tja, mit dem Auto sind wir nicht weit gekommen und mussten uns schließlich zu Fuß durchkämpfen. Keine Ausrüstung, keine Nahrung. Nur die P8 hier. Wartet mal. Ihr seid also noch mitten in eurer Mission? Ich glaube, dass ich in Koblenz wichtige Informationen bekommen werde. Wichtig für unsere Forschung, wichtig für das Virostatikum. Sofern die Forschungseinrichtung noch nicht zerstört wurde und... Genau das ist meine Sorge. Ich verstehe. Euch rennt die Zeit davon. Aber auch wenn das alles unglaublich klingt, gibt es doch etwas Hoffnung. Einen kleinen Funken zumindest. Werdet ihr uns also helfen? Gemeinsam sind wir stärker. Ob wir euch wirklich eine Hilfe sind, kann ich nicht sagen. Wir werden euch aber gerne begleiten. Was meinst du, Karin? Auf jeden Fall. Dann sollten wir auch keine Zeit mehr verschwenden. Ich habe folgenden Plan. Wir befinden uns irgendwo hier bei Gerolstein. Koblenz liegt weiter östlich, vielleicht 100 Kilometer entfernt. Wenn wir gut durchkommen, könnten wir es in 2 bis 3 Tagen schaffen. Was wäre, wenn wir ein Auto hätten? Auf dem Weg hierhin haben wir nicht viele fahrtaugliche Fahrzeuge gefunden. Oder die Straßen waren versperrt. In dieser Region ist es aber nicht ganz so schlimm. Ja, in den Großstädten muss es katastrophal gewesen sein. Ganze Landstriche sollen dem Erdboden gleichgemacht worden sein. Allerdings, mehr Menschen bedeutet auch mehr Untote. Große Städte müssen wir in jedem Fall meiden. Wir sollten langsam aufbrechen. Packen wir zusammen. Da wäre noch etwas. Ich meine, jetzt wo wir zu viert sind und offensichtlich eine Mission haben, sollten wir auch unser Wissen teilen. Wie meinst du das? Über die Untoten. Die Fleischfresser. Je mehr wir über sie wissen, desto besser können wir uns vor ihnen schützen. Oder nicht? Ein sehr guter Vorschlag. Nicht wahr, Jan? Schon gut. Ich hab's verstanden. Also, was wissen wir über die Untoten? Sie fressen Menschenfleisch und sind schwer zu töten. Absolut. Aber ein Kopfschuss macht kurzen Prozess. Das scheint ihre Schwachstelle zu sein. Und sie reagieren auf Geräusche. Licht oder Feuer. Stimmt. Ihre kognitiven Fähigkeiten haben sie verloren. Sie werden nur von der Gier nach Menschenfleisch getrieben. Mir ist auch aufgefallen, dass nicht alle Untoten gleich schnell reagieren. Manche sind träge und langsam. Andere wiederum rennen ihrer Beute hinterher. Vermutlich verlieren sie an Kraft, wenn sie länger nicht gefressen haben. Das sollten wir beobachten. Und sie können die Lebenden von den Toten unterscheiden. Untereinander fressen sie sich schließlich nicht gegenseitig. Was meint ihr? Woran erkennen sie uns? An der Bewegung? Oder am Aussehen? Ich glaube nicht. Ich tippe eher auf den Geruch. Wir riechen anders. Das würde auch zu dem Verlust der kognitiven Fähigkeiten passen. Sie haben nur noch die niedersten Instinkte und die Toten stinken entsetzlich. Da ist doch schon was zusammengekommen. Wir müssen die Augen offen halten. Vielleicht finden wir noch mehr Schwächen, die wir zu unserem Vorteil nutzen können. Also dann, seid ihr fertig? Und so verließen wir dieses alte Haus und machten uns auf den zweifelhaften Weg zu einem ungewissen Ziel. Hoffnung treibt uns an und gibt uns Kraft. Aber wie lange hält diese Hoffnung? Kann es wirklich so einfach sein? Ein Heilmittel gegen diese Seuche? Kann es das wirklich geben? Ich will fest daran glauben. Der Gedanke an den langen Marsch macht mir Angst. Diese Ungewissheit, die einen Tag für Tag verfolgt und nicht verschwindet, egal wie laut man ruft, die Angst bleibt. Doch, wir hatten Glück. Auf einer wenig befestigten Straße fanden wir am Waldrand ein verlassenes Auto. Die Fahrertür stand offen. Seht mal, Leute, da! Da am Straßenrand! Was sagt ihr jetzt? Mann, haben wir ein Glück! Wenn das Auto jetzt auch noch anspringt, was meint ihr? Versuchen wir's. Kommt! Nicht so hastig! Haltet Ausschau nach den Untoten. Hier können sie uns leicht einkesseln. Es gibt nicht viele Fluchtwege. Keine Sorge. Ich fürchte, den da müssen wir erst entfernen. Oh, widerlich. Ich mach das.
Mit meinem Messer geht es schnell und leise. Du meinst mit meinem Messer? Ach was. Ein Stoß in den Kopf sollte reichen. Bereit? Sei vorsichtig. Okay. Schön still. Helft mir mal! Okay. Zieh! Komm! So, das wäre geschafft. Hast du mal nach dem Zündschlüssel geschaut? Ach verdammt, hier ist nichts. Ich sag's ja nur ungern, aber es könnte doch sein, dass der Tote den Schlüssel noch hat. Als hätte ich es geahnt. Gott sei Dank, ich hab ihn. Dann los, starte mal die Rostlaube. So ein Mist, das war ja klar. Jetzt beruhig dich. Lass es mich mal versuchen. Weil du das besser kannst als ich? Naja, mit Autos kenne ich mich aus. Eine Sekunde. Mal abgesehen von dem fehlenden Benzin, würde ich sagen, die Zündkerzen sind das Problem. Im Ernst? Das kannst du hören? Bist du sowas wie ein Automechaniker? Sowas in der Art. Ich habe oft mit meinem Vater an seinem alten Opel rumgeschraubt. Das haben wir gleich. Und? Was ist kaputt? Ich bräuchte etwas Werkzeug. Meine erste Einschätzung, der Zündverteiler hat zu viel Feuchtigkeit abbekommen. Das kriegen wir aber in den Griff, denke ich. Dann bleibt noch das Benzinproblem. Und was jetzt? Ein Reservekanister und Werkzeug ist zwar da, aber kein Benzin. Ach, das war's dann wohl. Wir müssen eben zu Fuß weiter. Wartet mal. Da war doch... Ja, hier. Schaut mal. Wir müssten auf dieser Straße hier sein. Etwas weiter östlich liegt eine Ortschaft. Wir könnten nachschauen, ob irgendwo eine Tankstelle ist. Hältst du das für eine gute Idee? Genau das wollten wir ja gerade vermeiden. Dort wird es vor Untoten nur so wimmeln. Die Gefahr besteht natürlich. Aber der Karte nach ist es ein kleines Nest. Wir könnten es unbemerkt schaffen. Rein, umsehen, Benzin holen und wieder raus. Ich weiß nicht. Das klingt mehr als riskant. Wir sollten lieber zu Fuß weitergehen. Wenn ihr nichts findet, haben wir eine Menge Zeit verloren. Aber wenn wir etwas finden, können wir heute Abend schon in Koblenz sein. Die Chance sollten wir nutzen. Die Karre ist noch halbwegs zu gebrauchen und wer weiß, wann wir ein anderes Fahrzeug finden. Als hätten wir nicht schon genug Probleme. Vorschlag. Simon kümmert sich um das Auto und Laura behält die Umgebung im Auge. Karin und ich suchen in der Zwischenzeit nach Benzin. Wir haben die Pistole und ihr bekommt das Messer. In einer Stunde könnten wir hier weg sein. Was meint ihr? Mir ist immer noch nicht wohl dabei. Klingt auf jeden Fall machbar. Was sagst du, Karin? Vielleicht müssen wir es einfach versuchen. Mit dem Auto wäre es in jedem Fall sicherer. Na also, dann lasst uns keine Zeit verschwenden. Wir versuchen es. Es ist nicht mehr weit. Da vorne sind schon die ersten Häuser. Aber von den Untoten ist nichts zu sehen. Das kann sich schnell ändern. Wir sollten auch auf Plünderer achten. Die können sehr unangenehm werden, wenn es um Vorräte geht. Plünderer? Aber das sind wir doch auch, oder nicht? Oh nein. Wir würden nicht einfach so töten, um an Proviant zu kommen. Diese Typen schon. Glaub mir, wir hatten bereits das Vergnügen und sind nur knapp entkommen. Sie rotten sich in großen Gruppen zusammen und gehen sehr aggressiv vor. So erhöhen sie ihre Überlebenschance. Na toll. Selbst den wenigen Überlebenden kann man nicht trauen. Verstehst du jetzt, warum ich nicht einfach jedem blind vertraue? Naja, ehrlich gesagt schon. Warte mal. Siehst du das? Das ist doch... Eine Tankstelle. Unser Plan geht auf, Karin. Komm, wir gehen näher ran und beobachten die Umgebung.
Also, ich kann nichts entdecken. Der Ort ist wie ausgestorben. Ich sehe auch nichts. Dann lass es uns versuchen. Rein und raus. Das ist der Plan. Oh Mann, ich bin echt nervös. Hoffentlich geht alles gut. Okay, wir sind da. Na, sieh mal einer an. Da hat schon jemand vor uns die Tanksäulen angezapft. Soll das eine Pumpe sein? Aber warum hat man die zurückgelassen? Ich vermute mal, sie mussten schnell weg. Oder die Pumpe funktioniert nicht. Wir werden sehen. Ob es in dem Kassenhäuschen noch was zu holen gibt? Wir sollten nachsehen, meinst du nicht? Okay, aber bleib in Sichtweite. Ich versuche in der Zwischenzeit etwas Benzin abzupumpen. Na, in Ordnung. Ich bin gleich wieder da. Leere Flaschen, Ölkanister, vieles hier nicht. Moment mal, ein Verbandskasten. Den könnten wir gebrauchen. Also, was ist hier noch? Ja. Zeitung. 2. April 1985. Das war wohl die letzte Ausgabe. Das muss schon ein halbes Jahr her sein. Was ist das? Eine Tür? Hm. Vielleicht finde ich ja in den hinteren Räumen etwas. Karin, alles in Ordnung? Ja, alles gut. Ich habe eine Tür entdeckt und... Sieh los, du Monster! Oh, hilf mir! Vorsicht, da kommt noch mehr! Wir müssen weg! Ich kann nicht schießen! Hinter dir! Verdammt! Ah. Oh, Scheiße! Jan! Jan, steh auf, sie kommen näher! Oh, Karin! Meine Pistole! Pistole! Du musst sie erschießen! Ja, die Pistole! Ich muss sie! Schieß! Karin, schieß! Einfach den Abzug drücken! Was? Ich kann nicht! Schieß! Wir müssen hier weg, Karin. Du musst die Scherbe rausziehen. Sonst kann ich mich nicht bewegen. Das kann ich nicht, du verblutest. Du musst. Wir müssen hier weg. Oh nein. Karin, dreh dich um. Da kommen noch mehr. Oh nein. Scheiße, die Schüsse haben sie angelockt. Du musst sie rausziehen. Okay. Ich mach's. Halt still. Ah! Oh, verdammt! Los, komm, weiter! Oh Gott, sie kommen! Los, ich stürze dich! Oh. Das Benzin! Wir brauchen das Benzin! Ich hab den Kanister. Los! Weg hier! Los, los! Sie haben uns gleich erreicht! So, die Zündkerzen sind trocken und eingebaut. Das ging schnell. Ach, keine große Sache. Ach, wo bleiben die beiden nur? Hoffentlich ist alles gut gegangen. Die sind sicher bald wieder zurück. Mit etwas Glück haben sie das Benzin und dann sind wir hier weg. Das kann ich nur hoffen. Simon, ich glaube, da kommen sie. Du hast recht. Da stimmt aber was nicht. Siehst du das? Jan, geht so komisch. Ob er... Das darf doch nicht wahr sein.
Wir müssen weg! Sofort! Was haben die gesagt? Keine Ahnung. Sie kommen! Die Untoten! Sie kommen! Was? Oh, Scheiße! Laura, siehst du das? Oh mein Gott! Sie werden von Fleischfressern verfolgt! Das sind ja Dutzende! Wir müssen ihnen helfen! Komm schon! Was ist passiert, Jan? Was ist mit dir? Keine Zeit. Wir müssen hier weg. Die Fleischfresser kommen. Ist das Auto startklar? Ich hoffe es. Und das Benzin? Hier, der Kanister. Okay, ich befülle den Tank. Laura, du hilfst Karin. Alles klar. Los. Sie kommen immer näher. Gleich geschafft. Wir sind gleich im Wagen. Simon, starte das Auto. Ich bin gleich soweit. Einen Moment noch. Jetzt komm schon. Komm schon. Der Wagen springt dich an. Wir müssen was unternehmen. Er springt schon an. Keine Sorge. Nochmal. Komm! Was für ein Horrortrip. Ein weiteres Mal sind wir nur knapp dem Tod entkommen. Aber es hat auch seinen Tribut gefordert. Schweigend setzten wir unsere abenteuerliche Reise fort. Wir erreichten gegen frühen Abend die Stadtgrenze von Koblenz. Vorsichtig suchten wir einen Weg zu der Forschungsstation auf einem kleinen Berg in der Nähe des deutschen Ecks. Das Militär hatte in einer ehemaligen Festung einen Stützpunkt eingerichtet. Die Auffahrt zu der Einrichtung wurde von Barrikaden versperrt, sodass wir das letzte Stück zu Fuß gehen mussten. Unseren Wagen verstecken wir so gut es ging. Für alle Fälle. Da wären wir also. Das muss die Forschungseinrichtung sein. Ich kann nichts hören und niemanden sehen. Ist das ein gutes oder ein schlechtes Zeichen? Mein Bauchgefühl sagt mir, das bedeutet nichts Gutes. Es müssten zumindest Wachposten auf den Türmen stehen. So eine Anlage muss bewacht werden. Wir sollten uns zumindest Gewissheit verschaffen. Ich hab's doch gewusst. Hier ist niemand mehr. Wir sind zu spät gekommen. Es könnte auch sein, dass sie sich ins Haupthaus zurückgezogen haben. Wir müssen nachsehen, aber mit Vorsicht. Wer weiß schon, was uns dort erwartet. Warte, Jan. Ich helf dir. Danke. Es geht schon. Laura hat gute Arbeit geleistet. Hier entlang. Hier ist ausreichend Deckung. Dort vorne ist der Eingang. Keine Wachen. Nichts. Die Festung sieht verlassen aus. Wonach suchen wir eigentlich? Wir sollten hier weitere Instruktionen bekommen, so eine Art Briefing. Es müssen also Unterlagen existieren. Akten, erste Forschungsergebnisse. Genau das suchen wir. Das Gegenmittel wird also nicht hier entwickelt? Nein. Das hier sollte mehr ein strategischer Knotenpunkt sein. Das Hauptlabor ist an einem geheimen Ort untergebracht. Nur wenige kennen den genauen Standort. Ich habe nur gehört, dass es ein unterirdisches Labor sein soll. Als Sicherheitsmaßnahme sozusagen. Dann lasst uns nachsehen. Vielleicht finden wir ja doch etwas.
Oh Mann, das sieht nicht gut aus. Alles ist zerstört oder verwüstet. Und... Oh, seht ihr? Das sind Leichen. Seid vorsichtig, es könnten Fleischfresser sein. Es sind Opfer, Jan. Keine Untoten. Schrecklich. Was machen wir jetzt? Teilen wir uns auf? Ich schlage vor, ihr drei sucht nach den Unterlagen und ich werde mich nach Waffen und Proviant umsehen. Aber du bist verletzt. Das geht schon. Macht euch keine Sorgen. Also gut, dann lasst uns suchen. Mal sehen. Hier. Nichts, nichts, gar nichts. Moment. Laura? Simon? Ich glaube, ich habe etwas gefunden. Kommt her. Was ist? Was hast du gefunden? Dort steht ein Safe. Die Tür steht offen. Jackpot! Das müssen die Geheimakten sein! Hier seid ihr. Und? Habt ihr was gefunden? Wir haben einen Safe entdeckt. Einen Safe? Das klingt gut. Und bei dir? Hast du was Brauchbares gefunden? Leider nein. Es war schon jemand hier. Es gibt eine kleine Waffenkammer, die ist aber leergeräumt. Also rennen jetzt irgendwelche Typen mit Maschinengewehren durch die Gegend? Na toll. Ich fürchte ja. Wir sollten uns aber beeilen. In den oberen Etagen habe ich merkwürdige Geräusche gehört. Wir sind hier nicht alleine und nicht sicher. Plünderer oder Untote? Es klang eher nach Fleischfressern. Leute, ich hab's! Hier, diese Akte! Was steht da drauf? Karin, leuchte doch mal. Projekt Lazarus? Was soll das bedeuten? Das ist der Grund, warum wir hier sind. Projekt Lazarus. Ein wirklich passender Name. Aber was steht drin? Soweit ich gelesen habe, handelt es sich dabei tatsächlich um ein Gegenmittel. Leiter des Projekts ist ein Dr. Hans Reinhardt. Er leitet die geheime Forschungseinrichtung. Leider fehlen die Ergebnisse. Verdammt! Kannst du trotzdem etwas damit anfangen? Ich denke schon. Man hat Infizierte mit einem modifizierten Virus Tatikum behandelt. Mehr kann ich aus den Unterlagen nicht schließen. Steht da auch etwas über die geheime Station? Vielleicht finden wir dort die Gegenmittel und die Forschungsergebnisse. Ja, hier ist ein Eintrag. Wartet mal. Das sind Koordinaten. Zeig mal. Wir nehmen meine Karte. Haltet euch fest. Das glaubt ihr nicht. Die geheime Station muss unter dem Kölner Dom liegen. Du verarschst mich. Wo soll die sein? Unter dem Kölner Dom. Soweit ich weiß, sind die Katakomben noch erhalten. Strategisch nicht das Beste, aber sie ist geschützt. Wie dem auch sei, wir haben ein neues Ziel. Wir müssen nach Köln. Es besteht noch Hoffnung, oder nicht? Wenn wir gleich... Hört ihr das? Was ist das? Bitte! Hallo? Ist da jemand? Ich brauche Hilfe! Ein Überlebender. Sollen wir helfen? Jetzt beruhigt euch mal! Wir können da nicht so einfach rausrennen! Aber da draußen ist jemand. Wir wissen aber nicht, wer das ist. Es ist zu gefährlich! Wie können Sie doch nicht einfach alleine da draußen lassen? Ich werde ihr auf jeden Fall helfen. Karin, warte! Karin! Warte auf uns! Du kannst da nicht alleine raus! Karin! Wir müssen sie aufhalten! Scheiße! Karin, bleib hier! Karin! Karin! Sie hörten Mortuorum Quibus, Episode 2, Projekt Lazarus. Eine Mein-Ohren-Kinoproduktion in Zusammenarbeit mit HörTalk, der Hörspiel-Community.